Sebastian, hallo. Vielen Dank, dass du heute da bist. Wir wollen uns heute über Schottland unterhalten und ich bin etwas schockiert darüber, über deine Aussage, dass die Schotten spürbarer freundlicher sind als die Engländer. Als Halbengländerin geht mir das sehr ans Herz. Begründe dich. Ja, also würde ich sagen, auf jeden Fall, das fällt auf jeden Fall sehr auf, dass letztlich, wenn man in Schottland ist, die Leute sehr viel relaxter sind, laid back sind und doch sehr viel freundlicher sind als die Engländer. Ja, also England ist immer, gerade London, sehr busy, auch sehr, sehr, sehr businesslike und so. Und auch, man begegnet auch vielen, die jetzt schlecht gelaunt sind, empfinde ich immer in England, ja. Alles finde ich in Schottland, da ist spürbar mehr Ruhe drin, mehr Gelassenheit. Und definitiv mehr Freundlichkeit, ja. Okay, ich macht mich unglücklich, aber ich akzeptiere es. Erzähl uns was über die Visumsituation, denn viele unserer Zuhörer wollen natürlich nach Schottland und dort arbeiten. Mit dem Visum ist es aber relativ schwierig. Genau, also Visum kann man sagen, ist praktisch unmöglich, außer man hat jetzt einen Arbeitgeber, der einen sponsert, ja. Also wenn du jetzt einfach nach Schottland ziehen willst, um dich dort niederzulassen oder um in Rente zu gehen oder hier ein Unternehmen zu gründen, das kannst du alles vergessen, das funktioniert alles nicht. Wenn du natürlich einen Arbeitgeber hast, der hier letztlich Ausländer einstellen darf, dann ist es einfach, ja. Also das heißt, in der Regel, wenn du qualifiziert bist, dann ist es einfach, dann kannst du ein Jobangebot annehmen und dann wirst du hier auch natürlich dich niederlassen können. Aber ansonsten geht es nicht. Dann ein großes Thema in den britischen Medien, großes Evergreen-Thema, ist die schottische Unabhängigkeit. Ein Referendum vor ein paar Jahren ist gescheitert. Es brodelt aber, dass es nochmal zu einem Referendum kommen wird. Erzähl uns ein bisschen was dazu. Genau, also jetzt, wenn ich das als Nicht-Brite beurteile, da muss ich sagen, das ist natürlich komplett populistisch aufgebauschter Regionalpatriotismus, der so an die deutsche Kleinstaaterei aus dem 19. Jahrhundert erinnert, ja, Bayern gegen die Preußen. Ja. Also die schottische SNP, Nicola Sturgeon und so, muss man sich vorstellen, wie Trump oder Berlusconi, einfach links, die ist ja linkspopulistisch, ja. Aber man hat jetzt ja gesehen, jetzt in jüngster Vergangenheit wurde sie, ihr Ehemann und der Schatzmeister der Partei verhaftet, weil sie mit Mitteln nicht korrekt umgegangen sind. Es ist also diese ganz bizarre Mischung, wo eigentlich die SNP hier ganz stark gegen den Brexit auf die Pauke haut und aber dann gleichzeitig für eine Unabhängigkeit Schottlands so stark eintritt und sich darüber ja auch definiert. Ja. Das konnte mir noch nie jemand erklären, wirklich, wie dieses ganze Gemisch an Argumenten hier Sinn macht. Meiner Meinung nach geht es rein um Populismus, teile und herrsche. Man will hier also die Situation komplett politisch ausschlachten. Eine Sache, die in den Verein im Vereinigten Königreich sehr, sehr gut ist, so ein bisschen die Gewaltenteilung und die Selbstverwaltung Schottlands. Erzähl uns ein bisschen was dazu. Ja, grundsätzlich ist ja UK sehr zentral geleitet aus London und man hat jetzt in den letzten Jahren, ich würde schon in den letzten 20 Jahren eigentlich den einzelnen Regionen mehr Rechte gegeben, auch letztlich um dieser Unabhängigkeitsbewegung hier ein bisschen Wind aus den Segeln zu geben. Das finde ich auch eine Sache, ehrlich gesagt, die sehr gut ist, ja. Denn eine subsidiär letztlich funktionierende Verwaltung ist sehr viel besser als so ein Zentralapparat, ja. Ja. Und da muss man wirklich sagen, dass viele der Probleme, die man in England hat, momentan, die es in Schottland nicht gibt, weil man das einfach dann intern in Schottland anders geregelt hat. Also Streiks, Gesundheitssystem am Boden. Ja, natürlich diese Probleme gibt es auch in gewisser Weise in Schottland, aber viel weniger akut jetzt, will ich sagen, als in England. Ja, und das liegt eben daran, dass hier letztlich dann die Schotten selbst verhandeln konnten mit ihren Gewerkschaften, mit ihrem Gesundheitssystem und das hat wirklich meiner Meinung nach gut funktioniert. Okay. Jetzt brüstet sich Schottland sehr, sehr gerne damit, dass es ein nicht rassistisches Land ist. Erklär uns, wie es zu dieser Aussage kommt und ob die berechtigt ist. Ja, also die Schotten stellen sich so immer als die besten Briten da, ja. Die sagen, die stellen sich immer als die Opfer auch der Engländer da. Die sagen auch immer, ja, die Engländer, die haben uns hier sozusagen ja gezwungen, hier in den UK einzutreten und dann haben die uns gezwungen, hier letztlich das Empire mit aufzubauen. Das ist natürlich alles Quatsch. Also die Schotten haben hier sehr fröhlich mitgeplündert und mitgemordet in Indien und in anderen Ländern, ja. Und das ist auch wieder so eine Sache hier zu sagen, dass es in Schottland keinen Rassismus gibt. Ich meine, es gibt keinen Rassismus.
was natürlich einfach daran liegt, dass 95% der Bevölkerung weiß sind. Ja? Die ethnische Minderheit in Schottland, das sind die Polen. Ja? Also ich meine, wie gesagt, 95% sind weiß. Wenn es mal zum Beispiel mit englischen Städten wie Birmingham vergleicht, da sind nur 43% der Bevölkerung weiß. Ja? Also mir ist nicht hundertprozentig eigentlich auch nicht klar, warum letztlich jetzt zum Beispiel asischstämmige oder auch afrikanischstämmige Briten oder Auswanderer nicht nach Schottland gekommen sind. Aber wahrscheinlich war es ihnen, war einfach Schottland nicht gut genug entwickelt. Es gab nicht genug Opportunities und so. Aber das ist die Tatsache, ja. Also wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass hier die Schotten die besseren Menschen sind. Es gibt schlicht und ergreifend fast keine ethnischen Minderheiten hier. Okay. Jetzt ein Thema, was total wichtig ist, für, wenn Leute aus Deutschland wegziehen, ist die Küche. Erzähl uns ein bisschen was über das Essen in Schottland, weil das ist ein Land von Gegensätzen. Ja, ein Land der Extreme, hundertprozentig. Ja. Also zunächst mal wird alles frittiert und damit meine ich alles. Ja. Also wenn du in einen Imbiss gehst, kriegst du da die frittierte Pizza und den frittierten Maßriegel. Und damit meine ich frittiert. Aber hast du mal einen frittierten Maßriegel gegessen? Nee, das kann ich nicht. Einmal ist genug, aber köstlich ist es also, wirklich. Ja, also gut, dass du schon probiert hast. Also wie gesagt, also man muss sich das wirklich so vorstellen, da wird dann letztlich der Maßriegel eben so eingerollt in Teig und dann letztlich in der Fritteuse frittiert, ja. Und Pizza auch, ja. Das heißt, du hast eine Pizza, kommt aus dem Ofen, steckst in die Fritteuse rein und dann essen die das, ja. Also wirklich, wirklich furchtbar, ja. Und dann natürlich Blutwurst und Black Pudding und dieses ganze Zeug, ja. Also da gibt es natürlich viele Dinge, die sind wirklich, würde ich sagen, naja, sagen wir mal, schwierig, ja, um keinen anderen einzuhören. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz hervorragende lokale Küche, gerade jetzt in den letzten 20 Jahren herumgekommen. Sehr gutes Seafood, selbstverständlich hier aus den lokalen Gewässern, Lachs, Hummer, alles Mögliche. Und natürlich auch Fleisch, es gibt natürlich viel Gras und da kann man natürlich gutes Rindfleisch und so weiter produzieren. Also tatsächlich würde ich sagen, ein Land der Extreme, hervorragende Restaurants, hervorragende Qualität, aber eben auch jede Menge Schrott. Jetzt eine ganz traurige Statistik. Schottland hat pro Kopf die höchste Anzahl von Drogentoten aller westlichen Länder. Woher kommt das und wie erklärst du dir das? Ja, genau. Also Schottland hat jetzt pro Kopf mehr Drogentote als die USA und viermal so viel wie Norwegen. Und Norwegen belegt in Europa den traurigen zweiten Platz an Drogentoten. Ja, also viermal so viel. Ja. Es ist schwierig zu sagen, wie das genau entstanden ist. Also grundsätzlich, hier gibt es natürlich schon Gegenden, die hier über viele Jahrzehnte soziale Brennpunkte waren, die von Armut letztlich auch geplagt waren. Hier sind ja auch vielfach dann ganze Industrien abgewandert, also der ganze Bergbau und dann später dann auch Schiffsbau und so weiter. Und dann gab es hier viel sozialen Wohnungsbau, also tatsächlich viele Brennpunkte auch in Städten wie Glasgow und so weiter. Aber es ist meiner Meinung nach vor allen Dingen ein Unvermögen der Politik und der Polizei, dieses Problem tatsächlich in den Griff zu bekommen. Es fehlt so in gewisser Weise auch der Wille, hier wirklich was zu machen. Erzähl uns ein bisschen was über Städte wie Edinburgh und Glasgow. Ja, also Edinburgh wird ja regelmäßig als die Stadt in UK, sage ich mal, gewählt mit der höchsten Lebensqualität. Das kann man also absolut nur unterstreichen. Für Glasgow gilt das Gleiche. Glasgow ist natürlich sehr viel größer. Also Edinburgh hat 500.000 Einwohner, Glasgow 1,5 Millionen. Aber es sind also Städte mit einer phänomenal hohen Lebensqualität. Ja, also es ist alles da, Shopping, sehr gute Restaurants, viel Kultur. Also man denke nur zum Beispiel an das Edinburgh Festival, was hier jeden August ist, wo hier Hunderttausende von Touristen aus der ganzen Welt ankommen, wo es über 3.000 verschiedene Performances gibt von allen möglichen Künstlern. Ja. Sport das Gleiche, also es ist alles hier in Hülle und Fülle vorhanden. Selbst in den großen Städten ist man 1,5 Stunden in den Highlands, hat Natur pur. Also die Lebensqualität, wie gesagt, hier ist ganz enorm. Jetzt ganz, ganz wichtig für Leute, die es ins Ausland zieht, wie sieht es mit dem Schulsystem aus? Man muss sagen, dass man das Schulsystem in UK natürlich großteils vergessen kann, das staatliche.
was daran einfach liegt, dass es zum einen schlecht organisiert ist und dann ist natürlich auch hier so dieser Wunsch, der politische da, dass alle gleich sind und man macht diesen Einheitsbrei und man hat eigentlich jetzt keine Schulen, wo man jetzt sagt, okay, wie in Deutschland zum Beispiel ein Gymnasium, was jetzt akademisch sicherlich schwieriger ist als Realschule oder Hauptschule, also man macht lieber eine Highschool, wo dann alle drin sind, ja, Secondary School, um hier zu vermeiden, dass hier eine Ungleichheit in irgendeiner Weise entsteht. Und das ist natürlich Quatsch, weil das nicht die Realität ist. Es gibt nun mal Menschen, die dann eher für ein Universitätsstudium geeignet sind. Andere Menschen sind die besseren Schreiner oder Klempner oder Unternehmer oder sowas. Ja, das sagt ja nichts darüber aus, dass hier der Mensch ein schlechterer Mensch ist oder weniger zu schätzen ist. Ja? Und hier wird eben hochgehalten, dass hier jeder gleich ist letztlich. Und man orientiert sich hier immer letztlich an dem untersten Level, am kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Das ist jetzt nicht wirklich nur ein Problem der Linken. Also es war Margaret Thatcher, die ich eigentlich sehr schätze, die hier letztlich die staatlichen Grammar Schools abgeschafft hat. Die Grammar Schools waren ungefähr so wie die Gymnasien, die tatsächlich also auch ärmeren Familien ermöglicht haben, eine sehr gute Schulbildung zu machen, die akademisch anspruchsvoll war. Das wurde, wie gesagt, von Thatcher schon in den 80er Jahren abgeschafft. Und das war meiner Meinung nach der Niedergang. Dann gibt es natürlich hier Privatschulen, die sind sehr gut. Es wird natürlich dadurch eindeutig ein Zwei-Klassen-System erzeugt. Man darf zum Beispiel nie vergessen, dass ja in Deutschland Privatschulen, wie sie in England existieren, per Grundgesetz verboten sind, genau aus dem Grund. Und deswegen sind diese Schulen natürlich in UK auch in gewisser Weise umstritten. Ja? Die Labour-Partei, die jetzt demnächst an die Macht kommt wahrscheinlich, die hat hier schon damit gedroht, dass diese Privatschulen dann in Zukunft Umsatzsteuer bezahlen müssen. Ironischerweise ist ja die Labour-Partei gegen den Brexit, aber dass Privatschulen Umsatzsteuer bezahlen müssen, ist innerhalb der EU verboten, ja, weil ja dort die Mehrwertsteuerregelungen eigentlich angeglichen sind. Also ironischerweise profitiert hier letztlich die Labour-Regierung von einer Brexit-Situation, dass sie jetzt nämlich Mehrwertsteuer heben darf auf die Schulgelder. Ja. Also, die Privatschulen sind umstritten, aber jeder weiß, dass seine Kinder Privatschule hat. Das ist letztlich ein goldenes Ticket. Also, wenn man sich jeden Film anschaut, der in UK produziert wird, 8 von 10 Personen, die in den Credits stehen, waren auf der Privatschule. Wenn man sich die Politik anschaut, 8 von 10 Politikern waren auf der Privatschule. Wenn man sich die führenden Positionen daneben anschaut, 8 von 10 an der Privatschule. Also, ich meine, es hat keine Frage. Das ist ein goldenes Ticket. Wer sich es leisten kann, der macht es. Meiner Meinung nach, die einfachste Antwort wäre eben, die Grammar Schools zurückzubringen. Einer meiner Söhne war auf dieser Grammar Schools, ja, auf einer dieser Grammar Schools. Und wie gesagt, entspricht das im deutschen Gymnasium. Dort haben sich auf 100 Plätze 1500 Kinder beworben. Ja. Also Wahnsinn. Ja. Das wäre meiner Meinung nach der einfachste Weg, hier die Kinder akademisch selektiv auf verschiedene Schulen zu schicken, richtige Lehren einzuführen, richtige Berufsausbildung zu machen, wie man es in anderen Ländern kennt, wie Österreich, Schweiz und Deutschland. Das wäre eigentlich die eigentliche Lösung. Alles andere meiner Meinung nach wird nicht funktionieren. Wenn es um Schottland geht, selbst wenn Leute gar nichts über Schottland wissen, wissen sie, dass es viel regnet. Ist das auch deine Erfahrung gewesen bisher? Ja, absolut. Also ich meine, es ist regnerisch und es ist kühl. Es wird sicherlich nie richtig warm. Ja. Also ich meine maximal vielleicht 24 Grad oder so im Sommer. Viele schätzen das natürlich, die jetzt einen milden Sommer schätzen, ist ganz klar. Hat auch seine Vorteile. Ja. Aber wie man so schön sagt, hier, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Das ist doch ein schöner Punkt, auf den wir diesen Podcast enden können. Vielen, vielen Dank, Sebastian. Gerne. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.